Tja, also ich habe irgendwie das Gefühl, der Bus kommt halt nicht mehr. Ja, ich glaube, da müssen wir halt eben nach Kalibey zu Fuß laufen. Ich will das. Nee, ich will auch Auto fahren. Will auch hier mal schneller von A nach B kommen. Naja, egal. Auf nach Kalibey. Also wenn es nicht richtig ausgesprochen ist, es tut mir furchtbar leid. Es ist nicht meine Muttersprache, es ist nicht auch nicht großartig meine Landessprache an sich. Aber es tut mir echt leid, wenn ich da ein bisschen alles verkehrt ausspreche. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen drüber hinwegsehen, mit einem Augenzwinkern, mit einem Schmunzeln. Ja. Also irgendwas hat mich registriert. Oh, hier nochmal ein Militärlager. Scharfschützmunition ist mal keine gesehen. Okay, nix. So, was habt ihr hier? Nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Die nehmen wir nicht mehr mit. Jetzt brauchen wir nämlich Rot. Für Revolver. Das nehmen wir mit. Nein. 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 Hey, kann doch nicht wahr sein. Ich kann mich doch nicht zigtausend Mal. Also ich bin echt fest. Ich bin fest, festgebackt. Daumen hoch für mich. Oh Mann. Ich bin hier festgebackt. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin nur hier kurz mal ran und festgebackt. Naja, müssen wir diese Ortschaft oder dieses kleine Gehöft in einer anderen Folge mal begutachten, auskundschaften. Na, wenigstens geht das mit der Schnellreise dann immer noch. Naja, wir wollen ja wieso nach Kalibey. Ob wir jetzt von hier aus darüber rennen oder jetzt natürlich von hier hinten aus darüber rennen, ist natürlich ja, völlig egal. Eigentlich ist es mir egal, weil das sinnlos wieder zeitverschwenderisch ist. Ich gehe mit meinem Revolver die Straße entlang, Straße entlang, Straße entlang. Ich gehe mit meinem Revolver die Straße entlang. Es macht mir keinen Spaß. Was? Oh, ich habe schon wieder einen leichten Aufnahmemarathon. Eine Stunde, 2 Stunden. Ja, jetzt machen wir 3 Stunden voll, ne? Guten Tag. Es ist ein Spiel zum Genießen.
Und zum Durchdrehen, manchmal. Oder beides gleichzeitig. Genießen und durchdrehen. So, wo geht's hier lang? Hier führt eine Straße, eine nicht ein. Ach so, doch. Die Straße geht hier hoch. Und, hä, was ist denn da? Also man sieht doch hier, ne? Hier geht eine Straße. Also, meinen Mauszeiger seht ihr natürlich nicht. Aber Richtung Norden geht auf diesem Berghang hier eine Straße entlang, der immer abzweigt in die Villa Kaseberg. Und dann geht es hier nochmal links leichter weg und zu einer anderen Stelle. Jetzt wäre ich natürlich versucht, dieses Mysterium nachzugehen, aber ich will nach Kaleberg. Ja, Kalebay will ich. Ja. Ich hasse mich. Ich hasse mich dafür, dass ich so neugierig bin. Wie gesagt, ich habe lieber alles mit Schalldämpfern ausgestattet als andersrum. Aber merkt man ja trotzdem, die Schalldämpfer, die bringen einem nix. Was ist denn das für eine Mission hier? Die haben wir noch gar. Die haben wir. Achso, die haben wir beim letzten Mal gar nicht mitgenommen. Johnny, die sind schon wieder respawned. Also ich muss ehrlich sagen, jetzt hört sich wirklich mal nach Schalldämpfer an. So. Hä, die Mission haben wir doch schon. Ach, leck mich doch. Und Gas, 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 Alter, Gas. Ich will hier rein. Die haben wir doch schon geholt gehabt, die Mission. Andere Art von Läufern. Schön, dass ich noch Munition im Magazin hatte gerade. Danke. Herzlichen Dank für nichts.
dem auch Schaden durchs Fenster? Ja, der aber auch genauso. Aua, 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 aua. Das hat jetzt nicht so gut. Alles gebrauchen. Schade. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Tschüss. Ich spann da aus. Glück gehabt. Das nennt man Schwein gehabt. Spawnen die Dinger oder was ist hier los? In Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Da wieder welche ausgelassen. Die haben wirklich die Viecher ausgesetzt. Das sind schon wieder andere. Das sind schon wieder andere Roboter. Also die habe ich auch noch nie gesehen. Es gibt Orangene und es gibt diese militärischen. Ich weiß nicht, welche schlimmer sind. Und das nur, weil ich neugierig war, was hier oben ist in dieser Senke. Ich weiß nicht. Muss ich mal fragen, bist du behindert? Ist das ein Behinderte? Nein, nein. Nein, habe ich nicht.
ist. Glück gehabt, dass er mich hier einfach ignoriert hat. Sturmgewehr-Schalldämpfer, den nehme ich auch mal mit. Könnte besser sein als meine, den ich jetzt schon habe. Bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Oh, gleich. Was ist denn das hier? Weg. Dahin, die wird dort drauf gestackt. Kommt dann. Kommt dahin und dann kommt die wieder dahin. Und das Ding kommt auch weg. Wenigstens krieg ich jetzt dadurch Granaten. Ach. Das ist der Bunker? Ach, hier ist der Bunker hinten. Da hab ich ja auch Glück gehabt. Zu. Der Bunker ist doch offen. Wieso soll ich mir Zugang verschaffen? Oh, Adrenalinspritze. Haben wir mal lange wieder eine gebraucht. Und ich sag's doch, bei Bunkeranlagen sollen wir suchen. Solchen Mist. So, gucken wir erstmal hier rein. Die können wir ganz gut gebrauchen. Drei davon können wir gut gebrauchen. Können wir gut gebrauchen. Wo starkst denn der rum? Egal, mir ist. Das ist mir eigentlich egal. Ich werde jetzt hier den Bunker erkunden. FPS. Was ist denn hier schon wieder los? Jetzt kriege ich auf immer. Tschüss! Ich habe mich gerade gefreut, dass wir eine bekommen haben. Danke, du! Du Haufen Affen! Affenatze. Ich habe mich gerade echt gefreut, dass wir mal wieder eine Adrenalinspritze bekommen haben. Und dann wollte ich schon wieder von hintern. Ich hätte mir hier schon mal wieder. Kommt die weg. Panik! Panik! Panik? Panik! Hier ist noch einer. Mindestens einer. Granaten! Dann wieder rein. Mal 8, wir haben ja schon 6 mal 12.
Haben wir genügend Codes? Ja. Wir gucken uns doch erstmal hier alles andere an. Und ich sag's immer wieder gerne und ich entschuldige mich auch immer wieder gerne dafür, dass es halt eben hier ab und zu mal mörderisch ruckelt. Es liegt am Spiel und nicht am Computer. Das sage ich auch immer gerne wieder. Wie gesagt, das Spiel ist noch nicht ausbalanciert auf alle möglichen gängigen Softwaren von oder Hardwaren oder Hardware von PCs, wie man sich halt eben selbst zusammenbaut. Und ja, ich weiß auch, ich muss mir noch eine neue Festplatte holen. Quatsch, keine neue Festplatte. Ich muss mir noch ein was sag ich schon? Jetzt komme ich nicht drauf. Ein neues Mainboard holen, wo mein derzeitiger CPU noch drauf passt und ich die DDR4 RAM reinknallen kann. Ich habe derzeit immer noch DDR3 RAM. Asche aufs Haupt, ist halt so. Aber davon halt eben nicht gerade wenig. Aber effektiv werden von der RAM-Zahl, die ich jetzt die ich habe, wird nur die ein bisschen mehr als die Hälfte genutzt, aber das, ich kann mir das nie vorstellen, dass das Spiel da so viel RAM braucht oder so. Weil, wie gesagt, es geht eher auf den CPU oder auf andere Sachen, das Spiel. Gerade mies. Da ist der eine ist echt an mir vorbeigelaufen und hat mich einfach förmlich ignoriert. Ist da noch irgendwas? Das sieht so verdächtig aus. Ich kann jetzt hier das Licht anmachen. Oh wei. Ob wir den kompletten Bunker in dieser Folge erkunden können. Wir sind gerade erstmal rein in den Bunker. Müssen wir als nächstes eigentlich hin? Ich gucke mich trotzdem auch gerne mal um. Der ist noch locked. Der Strom noch fehlt. Weg mit dem Dreck. Achso, das ist auch ein Eingang. Seiteneingang, richtig? Richtig. Okay, aber jetzt nicht großartig weiter. Mal von hier links sind wir gekommen. Also hier wollen wir nie.
T01. Kodnamn CCP-974. Bekräfta position. Sista bekräftad kontroll var 23.48. Bekräfta status på last och beräknad ankomsttid. Jag behöver inte påminna om uppdragets vikt eller dess förutsättningar, vilket är godtagligt. Använd kanal 832 för svar. Avsluta kontakt. Ein paar Tage vor dem Angriff fing ein Funker ein verschlüsseltes Signal ab. Ein unbekannter Sprecher wollte unbedingt einen verschollenen Konvoi finden, der eine geheime Fracht transportierte. Die Armee konnte lediglich bestätigen, dass die letzte bekannte Position der Fracht an der Kreuzung von Ostvigsleten und Ersövegen in der Gegend von Severet war. Wie gesagt, ich nehme kein Gewähr dafür, dass die Aussprache richtig ist von den Städten und Ortschaften. Da geht's nach oben, da geht's nach unten. Da geht's auch noch rein. Und schon wieder hier irgendwo ein Krabbelvieh. Kugelt wieder aus. Anlock. Okay. Hier geht's nach unten. Ich denke mal, Maschinenraum geht's hoch. Munition, die wir komplett gebrauchen können. Maschinenpistole für Sturmgewehre. Ach, ich glaube, Maschinenpistole hatten wir da auch jetzt schon mittlerweile ein blaues gefunden. Munition und eine Maske. Die Mütze haben wir schon. Irgendwas ist mit mir hier in dem Raum. Daraus, was im Hangar Energie abzapft. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich will es gar nicht wissen, weil wenn wir da reingehen, da werden wir definitiv. Ich wusste doch, dass wir wieder irgendwas drin sind.
kommt die jetzt her? Von hinten. Ja, das sehe ich auch. Das gefällt mir gar kein Stück. Da hat er böse Munition gehabt. Den gehen wir auch nie rein. Wir durchforsten. Ich würde eigentlich erstmal sagen, wir durchforsten erstmal die ganzen anderen Sachen, aber ich glaube, wir sollten doch eher mal darunter erstmal gehen. Indem wir den Strom eingeschalten haben. Konnten wir jetzt hier an diesen Raum einfach reingehen? Das entspricht jeder Logik. Labor für solche Roboterviecher. Oh Gott, der Bunker ist größer als ich gedacht habe. Und wir sind auch schon wieder über die Zeit drüber. Also wir müssen uns erstmal damit abfinden. Wir sind gerade in einem militärischen Bunker drin. Wir haben gerade Beweise gefunden, dass die hier irgendwie die Roboter gestartet haben aus diesem Bunker her, oder beziehungsweise dass die auf jeden Fall genau Bescheid wussten, was mit diesen Robotern ist. Ja. Aber wie es weitergeht, sehen wir leider erst in der nächsten Folge. Ich habe Angst hier in dem Bunker. Überall spawnen Gegner. Ich fühle mich sehr unsicher. Ja gut, dann. Ciao, bis zum nächsten Mal.